Bitch. Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sehr. Yo Freunde, was geht ab? Back in dem Game, remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start und bevor wir uns zu diesen zwei Schmuckstücken hier begeben, muss ich wie immer anwähen, dass das Ganze in Kooperation mit Gearbest, meinem Partner in Sachen E-Zigaretten und Online-Shopping, im Zusammenhang steht und ich dafür kein Geld bekomme. Ich bekomme lediglich E-Zigaretten für euch zum Vorstellen und los geht's. Es ist Vape. Donnerstag. Heute stelle ich euch die Vape-Sig und den Peerless RDTA von Geekvape vor. Fangen wir doch mal als erstes mit der Mod an. Aufgebaut ist das Ganze aus einer Zinklegierung, bei mir jetzt in Rot und Schwarz und Kunststoff. Darunter befindet sich sehr viel Schnickschnack, zu dem wir gleich kommen. Die Akkus werden seitlich durch eine Magnethalterung, was ich persönlich sehr geil finde, und ist auch leicht an der Unterseite zu öffnen. Die Knöpfe bestehen aus Kunststoff und fühlen sich trotzdem sehr, sehr gut an. Das Ganze natürlich wieder über Micro USB 3 aufladbar. Mann. Kennt ihn. Die ganze Mod feuert bis 75 Watt und heißt Creator DNA, wohl angemerkt. Was ziemlich cool bei der Mod ist, die ist fucking ausgeschöpft mit allem möglichen Schnickschnack. Ein bisschen schwer ist die Bedienung, aber wenn man sich da reingefuchst hat, ist das Ganze auch ganz easy zu bedienen. Ihr könnt hier wirklich alles einstellen. Was mir persönlich fehlt, ist ein LED, aber das ist ja klar. Watt-Einstellung, Ohm-Einstellung, Display, ob ihr verschiedene Modis haben wollt, wie viel ihr gepufft habt, dies, das Ding hat wirklich alles. Alles in allem ein recht geiles Stück. Was ziemlich cool bei der Mod ist, dass jetzt schon 2-3 Mal verhindert hat, dass ein Kopf von mir durchgeknallt ist. Das muss man dem Ding sehr hoch anrechnen. Kommen wir aber jetzt zum Peerless RDTA von Geekvape. Das Ganze aus einer Goldmattierung, Dual Coil betrieben. Das Ganze benutze ich auf 50 Watt bei 0,15 Ohm Widerstand. Wie die Rauchentwicklung ist, brauche ich euch gar nicht sagen. Die ist einfach Peerless. Zwei Sorten von Drip Tips mit im Gepäck und zwei neue Coils, die geflochten sind, was erstmalig neu bei Geekvape bzw. auf dem Coil-Markt erscheint. Geekvape wird mit dem Einlass von dem Liquid auch immer kreativer und besser, wie bei diesem Modell, wo du einfach die Öffnung einer Öse beiseite schiebst und da dann das Liquid reinkommt. Finde ich sehr geil. Das Ganze hat ein Fassungsvermögen von 4 Milliliter, also ungefähr die Hälfte von dem, was ich am Tag verballer. Das Stack ist auch wunderbar goldig. Dual-Coil-technisch kann man da sehr viel Weil rausmachen. Ihr solltet allerdings verhindern, dass die Coils die Wände berühren, weil sonst gibt es wie bei mir einen Kurzschluss. Das Einzige, was ich schade fand, ist, dass diesmal keine Watte mit am Start war, aber ich habe ja zum Glück noch welche hier gehabt, also haltet eure Watte auf jeden Fall in petto. Beides zwei wundervolle Objekte, die auch harmonisch miteinander wirken. Als Anfänger oder als Mittelding ist das auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Profis, die in höheren Bereichen dampfen wollen, ist das jetzt nicht so optimal. Schaut mal in die Beschreibung, da habe ich euch mehrere Links über diese zwei Schmuckstücke reingeballert. Das heißt, wenn ihr euch die gönnen wollt, könnt ihr es darüber gerne tun. Lasst wie immer ein Like da, damit ihr meine Arbeit schätzt und ich hier nicht umsonst dran sitze wie so ein Radiosprecher. Wie immer eine Ehre für mich, für euch solche Videos produzieren zu dürfen. Würde mich über ein kostenloses Abo freuen, denn dann verpasst ihr nichts mehr. Vergesst nicht, meine Livestreams auszuchecken, die mittlerweile auf Twitch stattfinden, weil YouTube mich gestrikt hat für ihren eigenen Fehler. Danke sehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Haut rein. Peace.